Lass uns heute doch mal über das Thema Bienenflucht reden. So, hallo. Also heute ein kleines Video zum Thema Bienenflucht. Ich arbeite nicht immer mit der. Ich habe ja verschiedene Möglichkeiten. Ich habe die Abkehrmaschine zum Beispiel und eben die Bienenflucht im Wesentlichen, mit denen ich den Honig, die Honigräume bienenfrei bekomme, dass man eben den Honig ernten kann. Heute fahre ich auf die Alp zum Rapshonig mit der Bienenflucht. Es regnet. Ich bin auch schon ein bisschen spät dran. Ich weiß nicht, wie ich dann weiter im Verlauf dann weiter filmen kann. Aber lass uns einfach mal hier kurz das Thema anschauen. Die sind nagelneu, hier unten sind die gebrauchten. Ich verwende die. Also für alle, die es nicht kennen, die kommt ja im Prinzip so rein. Unten ist der Brutraum, oben ist der Honigraum. Die Biene geht durch das Loch raus in den Brutraum und kommt nicht mehr zurück. Das heißt, der Honigraum ist dann irgendwann bienenleer. Man kann den Honig ernten ohne Bienen oder mit relativ wenig Bienen. Den Rest muss man dann eben abfegen oder abfliegen lassen. Ich arbeite mit dem Modell. Mir ist es wichtig, dass zwei eingebaut sind. Falls mal eine verstopft oder nicht gängig ist, warum auch immer, dass es immer noch eine andere Möglichkeit gibt. Wie gesagt, der Nachteil ist ganz klar, man muss zweimal hinfahren. Einmal um die Honigräume runter zu tun, Bienenflucht reinlegen, Honigräume wieder drauf. Und dann mache ich das in der Regel so, am nächsten Tag hole ich dann den Honig. Ja, das ist so meine Vorgehensweise. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn in dem Bienenvolk mit Absperrgitter gearbeitet wird. Das heißt, keine Brut im Honigraum und eine Königin da ist. Ja, dann laufen die Bienen eben mit der Zeit alle runter in den Brutraum und oben wird es schön leer. Ist eine ganz schöne Methode, also körperlich schön. Klar, man muss die Honigräume heben, aber abkehren zum Beispiel, muss man jede Wabe ziehen in die Abkehrmaschine. Geht auch, ne? Das ist vielleicht ein Tick bienenfreundlicher. Abkehren finde ich eigentlich auch ganz in Ordnung. Beim Ausblasen tue ich mich ein bisschen schwer. Also man kann die Bienen ja auch mit dem Gebläse ausblasen, weil man dann einfach ein riesen Getöse am Standplatz hat. Also die Bienen fliegen auf. Es sind ja auch junge Bienen im Honigraum, die Umgebung nicht kennen, die noch nicht geflogen sind. Die müssen sich dann irgendwie zurechtfinden. Also das finde ich nicht so schön. Und vor allem man kann die Bienen halt danach nicht wandern. Ne? Die müssen erstmal noch stehen. Hier ist jetzt, heute ist der Plan so, ich fahre jetzt rauf. Das ist glaube ich schon 4 oder halb 5. Dann schaue ich, dass ich die möglichst schnell eingelegt bekomme, die Bienenfluchten. Werde dann morgen früh den Honig holen und je nach Wetter hole ich dann einfach gleich die Bienen mit, wenn es regnet und kein Flugbetrieb ist. Und wenn Flugwetter ist, werde ich halt morgen Abend dann einen Teil der Bienen holen. Mal schauen, wie man das alles organisatorisch hinbekommt. Kommt natürlich auch aufs Wetter an. Also ich würde nachher einfach schauen, wenn ich auf der Alp bin, dass ich die Kamera nochmal mache. Kommt natürlich auch aufs Wetter an, es soll auch hageln, dann geht es natürlich schwierig. Schauen wir mal, was kommt, wie ich gelaunt bin, wie das Wetter ist. Ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und ich fahre jetzt los und wir sehen uns gleich wieder. Also bis dann. So, jetzt, 3 Stunden später, bin ich auf der Alp angekommen. Ich muss sagen, mit dem Wetter habe ich echt Glück. Auf der Fahrt hierher hat es geschüttet. Da habe ich mich schon gefragt, wie soll das gehen, da zu arbeiten. Aber meistens geht es ja. Ne? Man ist ja immer irgendwo an der Hecke, oder ich zumindest meistens erstmal ein bisschen geschützt und mei. Dann ist es halt so. Man trocknet ja auch wieder. Ja, so sieht es jetzt hier aus. Das sind die Völker. Ich weiß nicht, im Video Bienen im April.
Ja, das sind im Prinzip diese Jungvölker von letztem Jahr. Die hatte ich nicht ausgeglichen im Frühjahr. Das hatte ich ja in dem Video erklärt, warum nicht. Jetzt sieht man hier natürlich schon einen Unterschied. Ne? Vor allem in der Stärke. Man sieht hier auch Völker mit einem Honigraum, die ich teilweise zum Teil nicht gefahren hätte in normalen Jahren. Ne? Die habe ich jetzt, wie gesagt, ja, hauptsächlich hierher gefahren, um sie auch nicht füttern zu müssen. Wenn ich jetzt die Bienenflucht einlege, dann mache ich das im Prinzip so, dass ich immer von den stärkeren Völkern die Honigräume einfach auf die schwächeren stapel. Das heißt, die Bienen laufen dann da ein und so verstärke ich die. Morgen früh will ich die ja im besten Fall sowieso abholen und woanders hinfahren. Ja, hier in der Mitte mein Wagvolk ist natürlich das stärkste, wobei das jetzt Zufall ist. Nein, ist es nicht. Aber eines der stärkeren. Hier hatte ich schon mal Rapshonig runtergenommen, einfach um ein bisschen eine Arbeitsspitze zu machen, und weil ich gerade Platz hatte und Bienen gebraucht habe für Begattungen, für Begattungskästen. Ja, aber wie gesagt, da sind auch ein paar Schwache dabei. Ja gut, ich fange jetzt mal an, dass das schnell fertig wird, weil ich auch wieder heimwähle und habe noch einen anderen Stand, wo ich das auch noch, die Bienenflucht reinlege. Dann haben die Bienen praktisch über Nacht, so sagen wir mal 12 Stunden, 14 Stunden, je nachdem wie das Wetter morgen ist, Zeit. Das reicht für den überwiegenden Teil. Dann hole ich die morgen früh und wie gesagt, ja, am liebsten wäre es mir, wenn es da dann regnet, weil dann könnte ich die Bienenvölker gleich mitnehmen und würde nicht nochmal extra fahren. Ja gut. Also ich schau mal, ob ich euch hier irgendwo hinstellen kann und dann, jo, bis demnächst. Jetzt eine starke Viertelstunde später, ein bisschen schwitzig, weil es ist dämpfig, bin ich fertig, die Bienenfluchten sind drin. Ja, ihr seht es hier. Hier, ne? Bienenflucht, Honig, halbleerer, viertelleerer, also Honigraum mit Futter eben. Es ist einfach wichtig, dass die Bienenvölker keinen Hunger leiden. Und ich habe jetzt, wie gesagt, damit Einfluss ja auch genommen, ein bisschen auf die Verteilung von den Bienen. Ich muss bloß ein bisschen weg, weil
Das sind ein paar wilde Bienen. Indem ich einfach von den starken Völkern die Bienen aus den Honigräumen in die Schwächern laufen lasse, um die einfach zu verstärken und das anzugleichen. Ah, was ist denn hier los? Die finden ja alle die Kamera heiß hier, oder wie? Das sind drei Bienen, die ganze Zeit gegen die Kamera fliegen. Naja, auf jeden Fall kann man so natürlich die Volksstärke ein bisschen beeinflussen oder ausgleichen. Das Ganze ist natürlich nur sinnvoll, wenn man weiß, dass die Königin gut sind. Ja, also, dass das Volk gesund ist, das Schwächere, und die Königin auch gut sind, das weiß ich dann in allen Fällen. Und deshalb mache ich das so, was ich bei der Gelegenheit, wir schleichen uns mal wieder an, vielleicht merkst du es nicht, diese drei wild gewordenen, was ich bei der Gelegenheit auch gleich gemacht habe, wenn ich Honigräume da lasse. Ne, ich lasse immer einen Honigraum da mit Futter, oder da, wo Waben drin sind, dass die Bienen halt nicht füttern. Jetzt sind sie zu viert. Oder ich habe einen halbvollen Honigraum, da mache ich das immer so, dass ich eben da die Waben einzeln rausnehme und den anderen halbvollen reinhänge, sodass es halt immer nach Möglichkeit volle Honigräume sind, die ich da mitnehme, weil umso weniger muss ich durch die Gegend schleifen, Treppen fahren und ich will ja keine leeren Waben in meinem Stolderaum haben. Insofern mache ich das und schaue, klar ist, wenn die Honigräume voll sind, schaue ich da nicht, aber wenn ich jetzt eben halb leere Waben habe, dann lasse ich die als Futter drin und nehme die ganz vollen lieber raus, einfach um da ein bisschen beim Schleudern rationeller zu arbeiten. Ich schaue aber natürlich jetzt nicht jede Wabe. Ne? Also das sehe ich durch Zufall oder merke es am Gewicht, wenn ich den Kasten hochhebe. Und dann gucke ich schon natürlich ein bisschen, hänge ich ein bisschen Waben um, dass ich halt nach Möglichkeit volle Honigräume mitnehme und irgendwelche Reste dann als Futter drin lasse. Ich bin da jetzt mit dem Futter, muss ich sagen, ein bisschen großzügiger. Lass da Rapshonig zum Teil relativ großzügig drin, weil ich mache hier ein Experiment und zwar fahre ich die in die Wicklung. Sag mal, ich weiß nicht, was hier los ist. Das habe ich. Es sind jetzt fünf Bienen, die alle gegen die Kamera fliegen. Schade, dass man es nicht sieht auf der anderen Seite. Sag mal, jetzt packe ich einfach zum nächsten Bienenstand. Ich will auch heute mal wieder heim. Wie gesagt, das ist Pfingstmontag und dann geben wir jetzt ein bisschen Gas. Also, bis dann. So, nächste Baustelle. Gleiches Spiel. Bienenflucht rein. Bisschen die Völker ausgleichen, wobei es hier nicht viel ist, weil hier habe ich schon mal Honig geholt. Und bei denen, wo schwarmstimmig waren, die habe ich schon mal geschröpft, die anderen nicht. Bienenflucht rein, Auto tanken, daheim Auto umladen, dass man morgen den Honig holen kann, also komplett leer machen. Das war's. Also, bis dann, ciao. So, nächster Tag, gleicher Ort, hier mit meinem T4 und dem Hänger. Ich meine, jetzt gerade im Sonnenschein, bis eben hat es noch richtig geregnet. Hier hinten sieht es auch schon wieder nach Regen aus. Eigentlich ein ganz cooles Wetter für das, was ich vorhabe. Nämlich Honigraum runternehmen. Also wir haben jetzt hier im Prinzip, seht ihr es, die Honigräume bis auf 10 Bienen bienenfrei mit der Bienenflucht. Die stapel ich jetzt ins Auto. Die Bienen, wo drin sind, nehme ich mit. Das mache ich bei mir jetzt einfach so. Ich hänge eine Königin ins Auto, also eine begattete Königin im Zusatzkäfig. Und dann habe ich da die Bienen relativ schnell gesammelt. Und der Honig geht dann in den Schleuderraum. Die Bienen habe ich dann praktisch ja einen Kunstschwarm. Kommen in eine neue Bienenbeute, das sind ja auch nicht viele, das sind ja meistens relativ schwach. Und die Bienenvölker nehme ich auch mit. Ne? Also da warte ich, bis es jetzt gleich wieder regnet. Und dann packe ich die auch alle ein und dann fahre ich heim. Gut,
Also, bis demnächst. Ja, ihr seht es hier, im Prinzip sind die Zargen zum großen Teil echt leer. Ja, und wenn ich jetzt die Bienenflucht, dann nehme ich die einfach runter. Ja, und dann sind die Kästen gut voll mit Bienen. Ja, so ist da der Stand der Dinge gerade. So, Zeit, um das Video abzuschließen. Also ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitbekommen, wie ich die Bienenflucht einsetze. Und ich muss sagen, das funktioniert wirklich ganz gut. Also die sind überwiegend weitgehend leer. Ich meine, was ich noch mache, ist, wenn ich sehe, es funktioniert irgendwo nicht. Wenn nicht so gut, dann mache ich mir dann kleine Notiz an den Deckel. Weil das sind dann auch so Fälle, wo ich dann mal gerne nochmal die Königin irgendwann mal nachschaue. Aber wie gesagt, ansonsten funktioniert es ganz gut. Bienenvölker wieder abgeladen. Ja, die stehen jetzt im Prinzip hier im an so einem Feld. Ne? Warte, ich muss mich umdrehen mit der Wicke. Und ja, soll ja nektardreich sein, pollendreich sein. Hatte ich noch nie, versuche ich mal, also es war ursprünglich mal ein Rapsfeld. Ja, für die Bienen, für die Insekten ganz cool. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Wie gesagt, die stehen jetzt da mal. Ich hole wahrscheinlich heute Abend noch die zweite Gruppe. Da muss ich aber erst mal schauen, wo ich die dann hinstelle, ob ich die gleich Richtung Wald fahre oder ob ich sie nach oben stehen lasse und dann vielleicht mit der Edelkastanie direkt was mache in der Woche. Das wird sich alles noch zeigen. Also die Bienen, die fliegen sich hier schon wieder ganz schön ein. Da gehe ich jetzt die Tage dann nochmal bei und ja, schaue nochmal die zwei, drei notierten Bienenvölker durch. Könnte ich eigentlich auch gleich machen, aber muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt gerade keine Lust. Ich bin ja auch schon ein Weilchen unterwegs und deshalb gehe ich heim und räume mal das Auto aus. Der Honig muss ja auch noch raus. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn dem so sei. Und ich freue mich natürlich auch über steigende Abonnenten. Also macht's gut. Bis dann. Tschüss, ade.